Hallo Leute, ich bin Ultimate Spendash und wir werfen heute einen Blick auf die Corpus-Killerin und Meisterin des Magnetismus, Mac. Mac ist praktisch der Magneto unter den Warframes, war aber lange Zeit ziemlich nutzlos gegen alles, was nicht Corpus war. Diese konnte sie aber unabhängig vom Level immer zuverlässig vernichten, wodurch sie zumindest eine Nische hatte. Oh, und sie konnte eine Zeit lang mit gieriger Sog als Energiebitch für andere Warframes fungieren. Die Frage ist, hat der Rework sie für allgemeines Gameplay tauglich gemacht oder ihre einzige Stärke zerstört? Macs Blaupause erhaltet ihr im Markt zu 25.000 Credits. Ihre Teile droppen vom Sergeant auf dem Mars. Wie die anderen Starterframes könnt ihr sie außerdem für 60.000 Standing von Teshin erwerben, nachdem ihr Rang 5 der Konklave erreicht habt. Alternativ bekommt ihr sie samt Slot und Reaktor im Markt für 175 Platin. Sie ist außerdem Teil des weiblichen Warframes-Pakets zusammen mit Trinity und Ember für 450 Platin. Mac Prime besitzt zusätzliche Gesundheit und eine zusätzliche V-Polarität, befindet sich aber derzeit im Prime Vault. Allerdings wird sie vom 28. Juni bis 26. Juli wieder erhältlich sein und ihre Teile sind handelbar. Macs erste Fähigkeit, Sog, zieht Feinde an euch heran. Auf magnetisierten Feinden richtet die Fähigkeit doppelten Schaden an. Feinde, die durch Sog sterben, haben eine höhere Chance, Energiekugeln fallen zu lassen. Ihre zweite Fähigkeit, Magnetisieren, macht euer Ziel bewegungsunfähig und erzeugt ein Magnetfeld, das Waffenfeuer sowie manche Fähigkeiten umlenkt, absorbiert und verstärkt. Nahe Feinde werden ebenfalls herangezogen. Durch Polarisieren entstandene Splitter erhöhen ebenfalls den Schaden des Felds. Wird das ursprüngliche Ziel getötet, wird das Feld am Ende seiner Dauer detonieren, ähnlich wie Nyx absorbieren. Ihre dritte Fähigkeit, Polarisieren, erzeugt eine sich ausbreitende Energiewelle, die Schilde und Panzerungen angreift, sowie eure Schilde und die vom Verbündeten auflädt. Dabei lässt die Splitter zurück, die vom Magnetisieren absorbiert werden können. Gegner mit Schilden senden eine Explosion aus, die andere Gegner, aber nicht sie selbst verlässt. Beachtet, dass die Reichweite dieser Fähigkeit wie Novas molekulare Sättigung von Kraftdauer abhängt, während Kraftreichweite die Explosionen beeinflusst. Macs vierte Fähigkeit, Zermalmen, hebt Gegner im Umkreis in die Luft und bewirft sie mit Trümmern. Magnetisierte Feinde nehmen zusätzlichen Schaden. Macs passive Fähigkeit erlaubt es ihr, Gegenstände durch Geschosssprünge anzuziehen. Mac Prime kann außerdem Energie aus Death Orbs beziehen. Mein Bild besteht aus Kontinuität, Stromlinie, Energieumwandlung, Schildtransferenz, Fluss, Umlenkung, blinde Wut und Ausdehnung. Solltet ihr Schildtransferenz nicht besitzen, könnt ihr sie kurzfristig mit Vitalität oder sogar schnelle Ablenkung ersetzen. Ihr könnt euch auch auf Magnetisieren spezialisieren. Dazu verwende ich blinde Wut, flüchtige Expertise, flüchtige Stärke, überdehnt, Fluss, Umlenkung, Kontinuität und Ausdehnung. Beachtet aber, dass dieser Build sehr ineffektiv gegen Panzerung ist. Dennoch sehe ich hier Potenzial für Endurance Runs in der Void, wenn das gesamte Team ätzende Projektion benutzt. Mac ist auf jeden Fall in einer besseren Position als zuvor. Zwar wird ihr Polarisieren wohl nicht mehr Corpus unabhängig vom Level mit einem Knopfdruck vernichten, Magnetisieren skaliert aber gut, da es auch feindliches Waffenfeuer absorbiert. Ihre Achillesferse bleiben Gegner wie korrupte Bombardierer, die sie schnell töten werden, selbst mit über 2000 Schilden. Außerdem blieben Sog und Zermalmen größtenteils unangetastet. Aber Mac war schon vorher unter meinen Must-Have-Frames und jetzt macht es auch noch Spaß, sie zu spielen. 40 Minuten T4 überleben sind, wenn auch mit Anstrengung, durchaus alleine möglich. Und mit einem Team wird Mac nur noch gefährlicher, selbst wenn dieses Team nur aus einer Segen-Trinity bestehen würde. It's no use!